Hi, hier ist der Frank von footballhamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen jetzt ein bisschen Gartenarbeit machen. Ach nee, das haben wir längst. Also ein bisschen Gartenarbeit haben wir schon hinter uns. Ich bin noch in Arbeitsklamotten, aber wir haben Hunger. Es ist Mittag, also eigentlich schon fast vorbei. Und ich habe natürlich wieder meinen Smoker angeschmissen. Der ist mittlerweile schon bei über 200 Grad, viel zu heiß. Da müssen wir gleich was gegen tun. Aber wir müssen jetzt auch erstmal uns angucken, was wir heute machen wollen. Und jetzt kommt erstmal der Jingle. Ein richtig geiles, großes Tomahawk-Steak haben wir. Meine Mutter und ich, wir haben neulich Einkaufszettel gesehen, beziehungsweise Prospekte hier von den ganzen Supermärkten und Schlachtern in der Gegend. Und da haben wir das gesehen und haben gesagt, so, das ist das Ultimative, was wir machen wollen. Wir machen heute Tomahawk-Steak. Ich muss mir jetzt mal eben ein bisschen Salz und Pfeffer organisieren und dann geht es los. Jetzt kommt mal so richtig Pfeffer oben drauf. Das ist ein roter Pfeffer, den wir diesmal benutzen wollen. Das ist kein roter Pfeffer. Natürlich ist das roter Pfeffer. Steht doch da drauf, roter Pfeffermix, Chili roter Pfeffermix, na gut. Also ein bisschen Chili Pfeffermix, meine Mutter wusste es genau, das sind ja auch ihre Gewürze. Jetzt tue ich da noch ein bisschen schwarzen Pfeffer von so einem Hamburger Starkoch oben drüber und ein bisschen Salz. Und dann drehen wir das Ganze gleich noch ein bisschen um. Muss ja von beiden Seiten gemacht werden. Schwarzen Pfeffer. Auf dem Tisch hier. Schwarzen Pfeffer habe ich auf dem Tisch hier, ja. Soll ich den holen? Nee, brauche ich nicht. Nee. Ja, wenn zwei Köche kochen, kann nur nach hinten losgehen. Hat meine Kamerafrau auch noch was zu sagen. So, jetzt haben wir hier schön Pfeffer drauf. Jetzt kommt da noch ein bisschen Salz drüber. Ordentlich. Können wir nachher noch mal schön würzen und dann gehen wir jetzt zum Grill und dann kommt der Eimer richtig, kriegt er einen verplättet, richtig schön Röstaromen von beiden Seiten und dann geht's ab ins Smoker. Und ab auf den Grill. Super. So, wir drehen den jetzt einfach mal um. Ich finde ja ein Steak mit so einem Knochenersatz ja echt praktisch, ne? Kann man wunderbar anfassen. Jetzt haben wir da schön Röstaromen draufgebracht. Das machen wir jetzt von der anderen Seite auch und dann geht's ab in den Smoker. Okay, ich messe jetzt noch mal eben schnell hier die Kerntemperatur, damit wir mal so eine Ausgangskerntemperatur haben. Und die liegt momentan, oh, es geht abwärts, geht abwärts, geht abwärts, bei 27 Grad. So. So, von der einen Seite so, von der anderen Seite sieht das natürlich auch richtig genial aus. Ich lege das hier mal jetzt auf mein Beil und wir gehen einmal rüber zum Smoker. Jo. Und ab hinein in den Smoker. Der ist momentan noch ein Hauch zu heiß, den muss ich gleich mal eine Runde drosseln. Wir werden das Tomahawk Steak jetzt hier in meinem Smoker wahrscheinlich, schätze ich mal, so Stunde 30, also anderthalb Stunden drin haben. Ich werde zwischendurch immer mal messen mit meinem Thermometer. Übrigens, ich habe ein neues Thermometer. Das Thermometer vom letzten Mal ist der letzte Schrott, weil immer, wenn das da drin ist und eine Viertelstunde läuft, dann zeigt er mir Error an und die Temperatur ist bei über 300 Grad da drin. Was für ein Quatsch, funktioniert ja gar nicht. Ich habe mir jetzt schon Neues besorgt. Das kann man halt immer nur so reinstecken, habt ihr ja eben gesehen. Ich mache euch mal unten den Link rein, dann könnt ihr euch das ja gerne mal angucken. Ich glaube, das ist auch gar nicht so teuer, hat aber zwei Möglichkeiten. Also man kann das einmal benutzen und halt einfach nur einmal Kurzmessung mitmachen. Und es gibt auch eine Sonde dafür, darf man das aber nicht an so einem heißen Platz legen, dann ist das halt gleichzeitig mit dem Kabel. Was machst du für das? Holzhacken? Ja. Für den Smoker. Ach so. Er braucht ja echtes Holz. Richtig hart, ne? Ja, sind ja auch spezielle Holzer, die man dafür verwendet. Okay. Und halt richtig trocken. Also, wir sind jetzt bei 44,8 Grad steigend. Ich traue diesem Thermometer aber nicht von dieser Schlappe letztes Wochenende. Ich messe gleich noch mal
anders nach, weil dieses Thermometer hat halt zwei Möglichkeiten. Man kann da noch einen weiteren Sensor ausfahren. Den werde ich gleich mal benutzen und gucken, was der mir anzeigt. Und wenn das wirklich stimmt, dann sind wir so in 20 Minuten da, dass wir 55 Grad haben. Wäre geil. Und dann nehmen wir es raus und rangieren das mal auf. Alles nicht so einfach mit dem Qualm. Ich bin mal im Qualm. Scherz beiseite, wir sind bei 47,4. Es wird langsam, aber sicher immer besser. Der läuft so vor sich hin. Ich habe da jetzt noch so Flakes reingetan von Jack Daniels. Die machen den Flavor noch ein bisschen geiler. Mal gucken, wie das alles so wird. So, im Augenblick haben wir noch Zeit. Dauert alles noch. Bis gleich. Mal zwischendurch ein kleiner Blick hinein. Sieht doch richtig genial aus, oder? Wahnsinn. Schnell den Deckel wieder zu. Wir wollen ja fertig werden. Sieht das nicht richtig genial aus? Wahnsinn. Der hat jetzt 54,3 Grad. Und ich werde ihn da jetzt mal rausnehmen und anschneiden. Auf geht's. So, auf den Deckel. Jetzt muss ich hier einmal das Thermometer gleich rausnehmen. Ich glaube, ich muss mir dann doch gleich einen Handschuh holen. Schon passiert. Ja, ich nehme das jetzt einmal und tue den einmal hier drauf. Alter. Und ich glaube, ich werde den jetzt einmal hier so rüber anschneiden. Dann könnt ihr sehen, in was für einem Garzustand der gerade ist. Das sieht doch richtig schick aus. Ich habe mir jetzt so ein bisschen Alufolie hier genommen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ah, das war heiß. Ich wickel den jetzt noch mal so ein bisschen ein und dann lassen wir den hier so ein bisschen ruhen. Währenddessen decken wir uns den Tisch, aber das Allerbeste kommt jetzt. So geil. Wirklich toll. So, jetzt sind 10 Minuten vorbei. Ich nehme das jetzt hier raus. Mittlerweile kann man es auch schon anfassen. Ich werde jetzt hier ein paar Scheiben runter tranchieren, die wir gleich essen wollen. Ich finde, das sieht richtig genial aus. Für alle noch mal so zum Gucken. Komm aber daran, damit man sich auch richtig schön sehen kann. Sieht doch richtig genial aus. Hier ist natürlich jetzt auch viel Licht. Wenn das jetzt bei mir in der Küche wäre, wäre es vielleicht ein bisschen dunkler. Aber das ist noch schön rosa in der Mitte. Richtig genial. Wahnsinn. Genial, oder? Ja, so einfach ist sowas zu machen. Morgen werde ich, glaube ich, mal einen Short machen. Das ist so ein bisschen Indian Style mit einem indischen Curry. Und das werden wir morgen mal ausprobieren. Dafür werde ich morgen früh auch schon das Hühnchen wieder in eine Salzlake legen für 8 Stunden. Und dann werden wir das mittags machen. Vielleicht mache ich das. Ich mache da mit Sicherheit so ein ganz kurzes, knackiges Video von, um euch das nochmal zu zeigen, dass man das halt auch in einem anderen Style machen kann. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, schreibt sie unten gerne rein. Nur keine Frechheiten, das finde ich auch nicht okay. Abonniert unseren Kanal gerne. Und das war's dann für heute. Und ich sage tschüss. Und der Frank von foodblog-hamburg.de aus Grömitz. Bis morgen. Ciao.